Und willkommen zurück zu einer neuen Runde Minecraft. Ja, tut mir leid, die letzten Tage habe ich es nicht geschafft aufzunehmen. Und war halt ein bisschen doof. Dadurch hat das Ganze nicht so geklappt und dadurch gab es halt auch keine Folgen. Das tut mir wirklich, wirklich leid und ich hoffe, ihr könnt mir verzeihen. Auf jeden Fall geht es jetzt hier weiter mit einer frischen Aufnahme. Die Folge wird sich heute auch ein bisschen verspäten, das werdet ihr ja dann merken, weil ich meine, zum jetzigen Zeitpunkt ist euch das dann wahrscheinlich auch egal, weil die Folge ja dann bereits dort ist, da ist, online, so, wisst ihr ja. Und so. Und ich glaube, wir hauen jetzt hier einfach mal den Boden raus, da kommt ja dann wunderschöne Holzboden rein. Und, obwohl ja hier unten eigentlich nicht mal unbedingt Holz, also dieses Holz rein muss, vielleicht legen wir dann irgendwo zwischendurch auch mal ein paar Variationen fest. Ich weiß zwar noch nicht wie und was und warum, aber so der Grundgedanke ist auf jeden Fall schon mal da. So, also deswegen erstmal hier schön lustig Steine abbauen und danach müssen wir schon wieder losgehen und Holz sammeln, was ja eigentlich so überhaupt nicht das ist, was ich möchte, weil Holz sammeln ist nervig, anstrengend und fuckt mich tierisch ab. Aber gut. Aber es muss nun mal sein, ich habe mir das so ausgesucht, dieses Haus zu bauen, kein anderes. Naja, was soll's. Müssen wir jetzt so hinnehmen. Und hier ist noch ganz schön dunkel. Können wir hier erstmal so zwei Fackeln reinballern. Und dann schauen wir mal weiter. So, was ist das hier? Holz, wieder kein Holz. Wieder Holz, wieder kein Holz. Okay, Axt habe ich jetzt gar nicht bei. Da ist eine. Wo ist denn unsere angefangene Axt? Hatten wir da nicht noch irgendwie so eine angefangene Axt? Da. Da ist sie. Und da ist auch noch unsere andere Spitzhacke. Dann können wir die ja erstmal hier reinpacken. Dann nutzen wir die hier. Na, was? So. Dann können wir hier nämlich das Holz rausholen. Na komm, machen wir hier immer alles weg. Um es anschließend wieder hinzusetzen. So. Weil hier unten das Holz zu setzen, das ist ja doch ein bisschen unnötig, denn das ist einfach nur pure Verschwendung. Und ich lebe nicht gern verschwenderisch. Zumindest nicht in Minecraft, wenn es ja hier um jeden einzelnen Block geht, den wir brauchen. Und ja, okay, eigentlich ist es total sinnfrei, ob wir jetzt hier Holz abbauen oder woanders. Aber gut, da ist noch ein Holzstück, Blöckchen. Erde haben wir ja hier. Und dann setzen wir die hier mal rein. So. Mein Holz. Der war zu viel. So. Holz. Und so. Einmal rund herum. Das hier können wir dann wahrscheinlich auch alles rausrupfen. Aber gut, das kommt ja dann alles irgendwann mal. Jetzt machen wir hier erstmal weiter. Steine kriegen wir dann dadurch auch nochmal. Das ist eigentlich was Gutes. Ist was Gutes. Für uns. Weil wir ja dann Steine so haben. Und der Raum wird ja dann eh nochmal verlängert. Also es wird hier schon relativ... Ruckler. Relativ groß. Und ich habe festgestellt, diese Ruckler zwischendurch... Ich glaube nicht mal unbedingt, dass sie jetzt an Minecraft liegen. Ich habe nämlich die ganze Zeit so, also jetzt so, jetzt Tage so, habe ich immer schön Payday 2 gesuchtet. Was ich ja auch gerne mal aufnehmen würde, aber da fehlen mir halt noch drei Personen für und ich will da nicht random irgendwelche Leute nehmen, das wäre ein bisschen doof. Aber wer Interesse hat, kann sich übrigens gerne mal bei mir melden, einfach anschreiben, zack, hier Payday 2 und wäre dann schön, wenn ihr natürlich auch ein dementsprechendes Mikrofon habt, damit es qualitativ ganz gut klingt. Ja, und dann könnte man das durchaus mal machen. Ja. So.
Also wie gesagt, also ich hätte auf jeden Fall richtig Bock mal Payday 2 aufzunehmen. Was habe ich denn hier gemacht? So. Aber dafür bräuchte man dann halt noch so ein paar Leute. Und ja, gut. Haben wir es so gesagt, so, dann meldet euch einfach, wenn ihr wollt. Und dann zocken wir das mal zusammen. Ich meine, man muss ja... Geht ja auch um den Spielspaß, ne? Ich hab auf das Spiel so übel Bock zur Zeit. Bin jetzt auch schon Infamy. Na, sowas wie bei Call of Duty mit dem Prestige. Da bin ich jetzt schon... Naja, insgesamt Level 172. So. Da geht aber auf jeden Fall noch was. Denke ich. Ich will auf jeden Fall noch einiges erreichen. Steine waren hier drin. Obwohl, die können wir ja wieder in den Ofen hauen. Aber wir haben ja... Haben wir noch Kohle? Kohle! Haben wir jetzt keine Kohle mehr. Das wäre jetzt ganz doof. Da ist noch Kohle. Das Lustige ist, wir machen immer die übelsten Höhlentouren. Aber es ist nie Kohle mit bei. Und wir können das jetzt hier mal alles in die andere Kiste verlagern. Dann haben wir nämlich nur noch eine. Zack. Und dann können wir die Kiste nämlich hier hinsetzen. Oder von mir aus auf die andere Seite auf. So. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Zack. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Zack. 1, 2, 3, 4. Zack. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Zack und zack. 1, 2, 3, zack. Und da ist noch genug Kohle drin. Gut. Das hier ist dann unsere Alleskiste erstmal so, würde ich sagen. Das Feuerzeug brauchen wir jetzt auch nicht. Die Erde behalten wir mal. Blümchen, die Eisenhacke kann weg. Gut, müsste erstmal so reichen. Und wir haben ganz viel Glowstone. Voll cool. Voll cool. Hier. Ja, da reicht's so. So, und ihr wundert euch jetzt wahrscheinlich, hey, was hat denn der hier vor? Was ist der für die Scheiße? Guckt euch den Idioten an, der reißt wie alles ab. Aber ist mir gerade völlig Wurst, weil ich habe nämlich schon voll den fiesen Plan ausgeheckt, um die Weltherrschaft an mich zu reißen. So und so. Nee, Quatsch, ist ja eigentlich klar, dass ich dann da Glowstone reinsetze. Der sieht bei dem Texturenpaket übrigens voll scheiße aus. Aber gut. Man kann halt nicht alles haben. Zack. So, jetzt haben wir hier Glowstone. Und es sieht jetzt sowieso komisch aus, aber es ist mir eigentlich völlig egal, weil da kommt dann sowieso ein Schild davor. So, bis da. Glowstone hier. Und dann haben wir wieder ein bisschen Holz. Und damit können wir den Boden weiter ausfüllen. Zack, 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 zack. Meine Fackel. So. Hier haben wir noch eine Reihe, die mit Holz ausgefüllt werden will. Also, ob sie will, weiß ich jetzt nicht. Aber ehrlich gesagt, lasse ich auch keine andere Wahl. Los, friss das Holz. So. Dann machen wir das, was wir am liebsten können. Was wir am liebsten können. Was wir am liebsten machen. Erstmal random durchs Haus rennen. In die falsche Richtung. Ach ja, und ich war ja bei dem Dach stehen geblieben, ne? Ja. Können wir mal hier noch ein paar Bäume abreißen. Und dann müssen wir die Setzlinge wieder... Ma. So, scheiße Ruckler hier. Die Setzlinge müssen wir dann wieder hinpacken, weil irgendwie werden es immer weniger Bäume in der Nähe und, ihr fragt euch sicherlich warum und dann sage ich euch einfach mal, weil ich ein Idiot bin. Aber gut. So, los, gib mir Setzlinge. Vor allem, wir brauchen ja auch noch Fichtenholz. Das brauchen wir auch noch. Warum ist das hier schon wieder so ein Riesenbaum? Soll mich nicht stören, haben wir mehr Holz. Aber nicht genug. Ich möchte hier pro Baum mindestens ein Stack. Mindestens.
So. Und so. Erde. Tschack, 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 tschack. Alter, ist hier viel Holz. Vor der Hütte. So. Vor allem überall. Überall. Und gar kein Ende hier. So. Da ist auch noch was. Da auch. Erstmal gucken hier, wo hier noch was ist. Und ich glaube, wir müssen uns bei Gelegenheit dann auch mal eine Schere basteln. Ihr wisst ja warum. Wegen Indigo Kaka Bullshit Dings. Aber da unten lösen sich schon die Bäume wieder auf, die Blätter weiter auf. Deswegen glaube ich schon fast, dass wir jetzt hier alles hier raus haben. Da ist noch einer. Haha, ich finde dich. Okay. Dann graben wir uns wieder nach unten und dann nehmen wir mal den Rest mit. Werden wir ja sehen, ob da was übrig bleibt oder nicht. Die Setzlinge hauen wir hier auf jeden Fall wieder mit ran. Rein, rum, wie auch immer. So, und hier noch ein. Und hier noch ein. Und das war's schon wieder. Hier haben wir auch noch ein paar. Kommt alle mit zu Papa. So, hier noch ein. Hier noch ein. Hier noch ein. Und ich hoffe mal, es ist jetzt nicht zu dunkel, weil wir haben es ja nun schon wieder Nacht. Und ist aber nicht so schlimm, weil ich das sage. So. Ich habe es immer noch nicht geschafft, mir ein paar Themen vorzubereiten für die Folge. Das ist mal total schlimm. Ich starte die Aufnahmen immer so total spontan. Setze mich dann hin, zack, Aufnahme, Minecraft, bam. Aufnehmen. Und dann quassel ich hier so vor mich hin. Völlig random mein Zeug. Aber die Folgen... Die Themen, die ihr mir immer so schön vorgeschlagen habt, die bleiben aus. Aber ich werde mich bessern. Es wird der Tag kommen, an dem ich mir einfach mal hier meinen kleinen Zettel nehme, wo das so drauf steht. Da hinten sind noch ganz viele Bäume. Die nehmen wir mal mit. Schwimmen. Und dann kümmern wir uns auch erstmal weiter ums Dach, bevor wir den Kellerboden da reinlegen, weil der Kellerboden ist jetzt so unwichtig. Aber das Dach, das muss schon fertig werden, weil ich meine, das regnet doch sonst rein in die Hütte. Und das möchte ich nicht, das ist kalt und nass und i. So. Ja. So. Und wir können ja dann auch mal wieder ein paar, was ist denn das hier überhaupt? Das hier. Birkenholz. Das können wir auch mal mitnehmen. Ich mag ja die helle Farbe davon. Das ist eigentlich immer so eine ziemlich coole Geschichte. Das Problem ist bloß, die Bäume gibt es nicht ganz so oft. Und die Setzlinge, ich weiß nicht, haben wir davon Setzlinge? Haben wir da welche mitgenommen oder haben wir die einfach mal getrost liegen gelassen? So wie ich mich kenne, habe ich die liegen gelassen. Toll. Wer ist hier dran schuld? Du. Ja, nee, brauchst gar nicht so gucken. Ja, du. Genau, du. So. Ach ja, Holz sammeln in der Dunkelheit. Ist schon was Geiles. Ist eigentlich schon eine ziemlich coole Geschichte. So, weg mit dem Huhn. Wow. Mal diese fiesen Ruckler, die kommen, die sind mindestens so fies wie so eine Creeper. Komm, zack, sind sie da. Na, so ein Creeper ist viel schlimmer, der zerstört ja alles. Ein Ruckler dagegen bringt einen nur aus dem Konzept. Ein Creeper bringt einen gleich komplett aus dem Spiel. Zack, bist du so aggressiv, dass du gar keinen Bock mehr hast. So wie letztes Mal, wo du erstmal hier so 6000 Blöcke laufen musstest, bis du wieder in der Nähe von deinem Zuhause bist. Und denke ich mir einfach nur wieder, die spinnen die Römer.
Oder Creeper. Die Creeper. So. Und was ich auch festgestellt habe, so in den letzten Updates, die Spinnen werden immer weniger in dem Spiel. Es gibt kaum noch Spinnen. Die Spinnen wohl. Komm, es reicht jetzt hier an Holz. Sagen wir hier so 1,5 Stacks. Fichtenholz ist hier nicht so in der Nähe. Wo die Setzlinge können wir ja mal noch mitnehmen. Und die ein bisschen weiter an unserem Haus anpflanzen. Damit wir nicht wieder so weit laufen müssen. Lauf. Autsch. Ah, wir kriegen gar keinen Schaden. Weil wir im Pussy-Modus spielen. Das sollte ich mal auch noch anpassen, so die Schriftdatei. Werde ich mal meine eigene anlegen. Und ja, sowas geht. Falls ihr das jetzt fragt. Man kann das anpassen. Kohle. Nehmen wir mal eben mit. Mal so eben. Okay, ich dachte, jetzt sind hier so 1-2 Kohlestücken drin, aber nein. Da ist noch welche. Wasser. Na los jetzt, lass mich doch hier rein. Ach komm, dann leck mich. An meinen dicken Gochonnes. So. Feierabend hier. Haha. Hier ist aber sonst nichts weiter drin, wie ich sehe. So. Wir laufen in die falsche Richtung. Unser Haus ist da. Dann pflanzen wir hier die Bäumchen noch an. Zack. 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 Hier noch einen Birkensetzling hin. Und dann hier noch ein bisschen Fichtensetzling hin. Und hier noch einen. Und hier noch einen. Und hier noch ein. Und hier noch ein. Dann rupfen wir den Baum hier auch noch raus. Wenn wir schon mal gerade hier sind. So. Und dann geht es zurück in Richtung Heimat. Meine sehr verehrten Damen und Herren. Lauf jetzt. Mach hin. Ne. Ihr. Dann können wir noch ein bisschen Zuckerrohr mitnehmen. Und wir haben uns immer noch kein Leder geholt. Wobei ja unser Zaubererraum jetzt so gesehen, zumindest von der Funktionalität her, ist er ja auf jeden Fall fertig. Aber naja. So. Und dann können wir hier noch mal ein bisschen Weizen mitnehmen. Hundi, mach mal Platz. So. Sitzt da ungünstig. Geh mal. Na, nicht zu sehr ins Wasser. Nicht in die Fackel, das wird heiß. Genau, da kannst du bleiben. Perfekt. So. Müssen wir natürlich hier wieder neuen Stuff anpflanzen. So. Das gleiche machen wir dann hier mit den Kartoffeln. Aber es werden irgendwie nicht mehr, habe ich das Gefühl. Warum eigentlich nicht? Ich kann so nicht arbeiten. Und es wird hell. Sehr schön. Warum haben wir den Baum ja eigentlich noch nicht weggehauen? Fällt mir jetzt erst auf. Vielleicht, weil wir jedes Mal, wenn wir das Haus verlassen, in die gleiche Richtung laufen. Guck mal, hier haben wir einen ganzen Wald. Hier ist so ein größerer Baum. Kamehameha. Autsch. So. Das kommt da rein. Die Samen kommen da rein. Das Weizen kann da auch erstmal da bleiben, wo der Pfeffer wächst.